Für große Verwirrung sorgte zum Wochenauftakt Eurogruppenchef Sharon Dijsselbloem. In einem Interview mit Reuters und der Financial Times hatte der Niederländer den Restrukturierungsplan für die zyprischen Banken als Vorlage für den Rest der Eurozone empfohlen. Als Dijsselbloem sah, was er mit seinen Aussagen angerichtet hatte, nämlich dass die Aktienmärkte und der Euro auf Tauchstation gingen, ruderte der Eurogruppenchef wieder zurück. Zypern sei ein spezieller Fall von besonderer Schwierigkeit. Modelle oder Schablonen kämen dabei nicht zum Tragen. An der Börse werden die Aussagen von Dijsselbloem als Testballon gewertet. Offenbar wolle die Eurogruppe den Markt testen, wie weit sie in der Schuldenkrise gehen könne. Kritische Experten befürchten in den nächsten Wochen weitere Störfeuer. Wir werden in den nächsten Tagen vermutlich noch mit einigen Kollateralschäden zu tun haben von Zypern aus. Und zwar ist insbesondere interessant die Frage, wie stark die griechischen Banken gegenüber zyprischen Kreditinstituten exponiert sind. Laut Daten der Bank für internationale Zusammenarbeit waren das im dritten Quartal letzten Jahres deutlich über 10 Milliarden Euro, sodass Griechenlands Bankensektor möglicherweise wieder Rekapitalisierungsbedarf haben kann, und das wird sicherlich auch für Diskussionen sorgen. Mit ihren ursprünglichen Plänen, auch Kleinsparer an der Rettung der Banken zu beteiligen, haben die EU-Finanzminister für große Verunsicherungen nicht nur in Zypern, sondern auch im Rest Europas gesorgt. Ein Bankrun in Zypern kann nicht ausgeschlossen werden. Die Welle könnte auch auf die Peripheriestaaten überschwappen. Die Banken in Zypern bleiben aus Sorge vor einem Ansturm der Kunden vorerst bis Donnerstag geschlossen.